Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Return of Mad Hazard Elite. Yo. Mit dem da, auf dem Wanted. In der letzten Folge sind wir in dieser Disco immer noch gewesen, geblieben. Haben uns diesen Bots genährt, haben unsere Ex-Freundin getroffen und haben sie erstmal gerettet und haben gemerkt, oh Gott, uns greifen jetzt zusätzlich neben Cowboys auch noch ein paar irgendwelche Sowjetleute an und so. Und da dachten wir so, oh mein Gott, neue Waffen. Weiter geht's. Das geht weiter. Geht's hier oben lang oder ist es? Ich war hier schon. No! Gedächtnis! Nee. Weiter geht's. Nachladen. Ah ne, ich hab schon nach. Oh, Soldatenkopf. Wow. Oh, die hauen gleich rein. Miete! Hopp! Okay. So, zwei schon mal weg. Da waren es nur noch beliebig viele andere. Ne. So. Da ist noch einer. Den haben wir auch mal weggehauen. Und es ist wieder Ruhe eingekehrt. Das deute ich ganz simpel an der Musik. Das ist eine vage Vermutung. Ja. So. Die Typen waren ja echt kein Problem. Hier geht's echt weiter. Und dort ist alles abgesperrt. Natürlich. Dann gucken wir mal, was uns hier... Ist das nicht da, wo wir herkommen? Ja, das ist das, wo wir herkommen. Da ist die Cowboy-Leute gewesen. Damals. Zu dieser einen Zeit. Andrei, Stratsvoy, Kolja, Privet, что ты делаешь? General Neutronov. Ja, Mad Hazard, ich bin's. Deine erbärmlichen Versuche, die sowjetische Dominanz aufzuhalten, waren wirkungslos. Mann, das ist krank. Da ist jemand. Oh mein Gott! Oh mein! Das ist doch unfair. Und ich habe wieder R1 gedrückt statt R2. Ey! Das ist ja doof. Ach, das war doch ein toter Kapitalist. So beginnt man jedes Gute. Seht, da ist er. Ja, noch treffen? Nein, kein einziges Mal getroffen. Ich glaube, ich kann nicht mehr spielen. So. Also, an manchen Stellen spawnen Gegner doch ziemlich gemein. Ich kann nicht mehr spielen. Dieses Spiel wird kein leichtes sein. Dieses Spiel ist russisch und kalt. Oh je. Wow, mal was Neues. Ich habe erneut die russische Überlegenheit bewiesen, indem ich Atomwaffen unter eurer Vase in euer Land schmuggelte. Na, Sir. General, das ist nicht, wonach es aussieht. Sie irren sich. Wenn du denkst, du kannst mir das ausreden, bist du der, der sich irrt. Sie schaffen es nie rechtzeitig, mich zu entwaffnen und die Bombe zu entschärfen.
Die Sowjetunion ist eben überlegen. Ah, klassischer Bösewicht. Besiege Soldaten. Und hier sind Granaten. Granaten! Da ist ein Gegner vor mir. Oh mein Gott! Dead Grenade! Nicht mit mir. Alter! Wo sind die Gegner? Wo are sie? Das Ding, das zieht voll hoch. Sowas mag man doch nicht. Das gefällt mir nicht. Ich komme hier nicht hoch. Also sind hier Gegner. Die klassische Pistole. Mit der alles geht. Ha, getroffen, Mister. Nee. Darf ich den im Nahkampf ausschalten? Ja, den darf ich im Nahkampf. Er ist tot. Das hatten wir noch nie. Nee. Toll, jetzt. Natürlich. Ich glaube, beim ersten Mal spielen war ich tatsächlich besser als dieses Mal. So. Einfach ein bisschen Aiming beweisen. Dann wird das schon. Vielleicht funktionieren endlich. Granaten. So. Ich glaube, ich muss den treffen. Irgendwo sind Soldaten. Soldaten! Wo seid ihr? Niemals, Mister! Getroffen! Die Waffe ist echt doof. Nee, oh Gott! Harry Flatter! Mister Flatter! Aber warum bin ich schon wieder jetzt fast am Toast der Zeit angekommen? Warum sind hier so viele Gegner? Warum? Alter Falter! Die Waffe ist so bescheuert. Man trifft, wenn ballert. Einfach voll rein. Random Shit. Das geht irgendwie anders. Das geht ganz klar irgendwie anders. Das geht ganz klar irgendwo anders. Ist es. Ich. Hab ich schwer eingestellt? Oder. Bin ich einfach. Diese Genre ist nicht mein Metier. Es schießt aber auch viele Granaten. So, Kopfschuss. So, nochmal Kopfschuss. Ich bleib hier in dieser Ecke. Ich mach den Typen fertig. So, dann kommen hier. Ich gehe nach rechts rüber. Spawnen hier Leute? Es spawnen Leute. Oh Gott, Dead Granaten. Oh, zu viele Gegner, zu viele Gegner, zu viele Gegner. Funktioniert das, den Typen zu erschießen? Oder muss ich weitergehen? Ich schieß den so oft im Kopf. Hm.
Set aiming! Ich gehe nach rechts rüber. Mister! Don't shoot in me! Oh, die Granaten! Unglaublich! So! Muss ich voll... Alter! Ja, ohne Deckung. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich bin, glaube ich, irgendwie... So, einfach aus der Nähe totgeschossen. So, den auch aus der Nähe totgeschossen. Den auch aus der Nähe totgeschossen. Ich kann da nicht weiter. Alter, was? What? Was muss ich machen? Siege Neutronov und seine Soldaten. No shit. Ich gehe nach rechts rüber. Man kann keine Kopfschüsse mit dem Ding verteilen. Ist doch nicht wahr. Ich habe hier ein immenses Problemchen. So. Irgendwann muss man es noch ein bisschen lernen. So, ist da einer? Da war keiner. Nee, da war keiner. Die kommen jetzt alle. Die kommen jetzt alle von da. Da spawnt schon der Erste. Ah. Shit, die Granaten. Mal dieser Granatenspaß. Ich kann nicht mehr zielen. So. Den habe ich auch getroffen. Ich denke, ich muss ihn genug verletzen. In den Arsch! In den, voll in den Arsch geschossen. Haha. Ich habe keine Munition mehr. So. My aiming is for shit. Auf wie viele Helikopterschüsse hält er denn aus? Ich muss da, glaube ich, bei der AK ganz vereinzelt schießen. Und klappt das? Oder auch nicht. Oh, ein Gegner nach dem anderen. So, jetzt habe ich den teilweise mit dem Einschuss sogar verletzt. Zeit zu sterben. Ach ja, ich glaube, die Szene sehe ich noch ein bisschen länger. So, den habe ich auch mal wieder getroffen. Mr. Obermotz. Oh, das tat weh. Das hat reingepfeffert. Kann ich ihn verletzen? Ja, ich habe ihn getroffen. Ha. Und ein weiterer Soldat ist Soldatenhackfleisch. Komm da nicht hoch. Hey Gott, was ist das hier? Ich brauche Munition.
Ich komme da nicht hoch. Ich will da lang. So. Ein Haufen voller Toter. So, noch ein bisschen mehr auf... Ja! Ich muss ihn genug verletzen, tatsächlich. So, und... Weiter zur zweiten Ebene. Mit Checkpoint! Jesus! So, ich glaube, ich habe eine gute, halb gute Position gefunden. So. Hier kann ich ihn verletzen. Und die meisten schießt er davor. Das gefällt mir. Ah, böse Russen des Bösseins sind böse. So, den haben wir ausgeschaltet. Soldaten, nicht wahr? Ich hab Soldaten spawnen gehört. So. Oh, wie viel steckt er denn ein? Mister, wie viel stecken Sie denn ein? Sie sind kein Mensch. Los! Der muss doch jetzt so lange das Toastbrot sein. Dieser Kampf dauert eine halbe Ewigkeit. So, halt doch endlich mal. Verreck doch. Verreck doch, du. Alter, alter, blöder Mann. So. Wie hältst du noch aus? Sein Kopf müsste durchsiebt sein. Der müsste so durch den Kopf durchsiebt sein, dass es nicht mehr feierlich ist. So. Dann pumpe ich irgendwann noch eine rein. Eine rein, eine rein, eine rein. Ich habe keine Munition mehr. Nein! Ist doch nicht wahr. Ist es doch nicht wahr. Ist...
Okay. Noch ein Versuch. Scheiß auf die Überlänge. Der ist weg. Der ist weg. Oder muss ich da irgendwas drücken? Natürlich! Das ging gar nicht anders! So dumm! So voll drauf, voll drauf, voll drauf, voll drauf, voll drauf. Das ist weg. Hey. Hey. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. So. Soldaten sind wieder Toastbrot. Da ist noch einer, oder wieder einer. Der ist in Munition. So. Der hatte unendlich Energie da in der Stelle. Das muss man ja erstmal wissen. Oh. Jetzt haben wir nur noch wenig Zeit. Ah, dramatische Verletzungen. Ja, aber wie komme ich denn darüber? Nein! Ich mach dich fertig! Gib mir nicht! Die Bombe liegt gleich hoch! Beeil dich! Ja! Der ist in Deckung! Wie sagen es die Jungspunde? Ein Knall! Ja, ich weiß, the time ist... What? Ich nehm deine Leiche. Manchmal rennen diese Gegner einfach voll auf einen zu. Unglaublich. Aber wie das mit dem Typen ausgeht und wie wir hoffentlich oder ich nicht so viel fehlen werde, sehen wir, wenn ihr tatsächlich Lust habt, in der nächsten Folge von Elite, The Return of Mad Hazard und Miyazawix. Oh, ich bin raus. Ciao.